Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Max Pechstein geht auf Reisen. Herbstferien in der Fabrik der Fäden und Zwickauer Herbstvolksfest zu Ende gegangen. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Dienstagsausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Kunstsammlungen Zwickau, Max-Pechstein-Museum sind nicht nur für die Bürger der Stadt ein Publikumsmagnet. Immer öfter kommen interessierte Menschen in die Muldestadt, um sich die Werke des Brücke-Künstlers Max Pechstein anzuschauen. Seit Juli diesen Jahres hat das Museum für die Besucher wegen einer grundhaften Sanierung geschlossen. Seitdem laufen die Vorbereitungen für den Aus- und Umzug. Am Freitag letzter Woche waren die Medienvertreter in die Räumlichkeiten an der Lessingstraße eingeladen, um tolle Neuigkeiten zu erfahren. Unter dem Motto Max Pechstein auf Ausstellungstournee, Meisterwerke des Expressionismus in Deutschland und der Welt, wurde darüber informiert, was demnächst mit dem Herzstück der Dauerausstellung des gebürtigen Zwickauer Künstlers passieren wird. Die Max-Pechstein-Werke bzw. ein großer Teil davon werden über die Grenzen von Deutschland hinaus in namhaften Galerien gezeigt. Glücklich darüber zeigte sich auch der Geschäftsführer des Institutes für Kulturaustausch. Also wir haben uns natürlich außerordentlich gefreut, die Möglichkeit zu bekommen, diese unglaubliche Sammlung auf Tour schicken zu dürfen. Es ist eine tolle Gelegenheit für uns und wenn ich vielleicht noch so ein, zwei Worte zum Institut für Kulturaustausch verlieren darf. Es gibt seit 35 Jahren und ist wirklich explizit auf die Organisation von musealen Tourneeausstellungen spezialisiert und führt die in Zusammenarbeit mit den Partnern in Museen durch. Wir sind ein kleines Team mit neuen Kunsthistorikern, empirischen Kulturwissenschaftlern und Globalisierungsforschern und die Resonanz auf diese Ausstellung war wirklich überwältigend. Also wir haben, ich bin jetzt auch schon, also ich habe es ja vorher gehört, mein Vater hat das halt mitgegründet und ich fand es so spannend, dass ich direkt eingestiegen bin. Also ich in der Zeit, in der ich dort arbeite, habe ich sowas noch nicht erlebt. Wir hatten vor 3 Wochen, kamen neue Interessensbekundungen in einer Woche reingeschneit. Und wir haben ja noch gar nicht so lange eigentlich die frohe Kunde bekannt geben können. Also dass die Resonanz wirklich unfassbar positiv ist. Also dadurch, dass wir jetzt ja gerade noch in den Verhandlungen sind, kann ich Ihnen jetzt nur zu wirklich bestätigten oder fast absolut bestätigten Stationen natürlich was sagen, weil alles andere würde ja diesen Prozess etwas vorgreifen. Aber also es wird auf jeden Fall im März 25 in der Kunsthalle Rotterdam wird die Ausstellungstournee beginnen. Und im Anschluss wird es dann an ein relativ bekanntes Museum mit auch wunderbarer expressionistischer Sammlung im südbayerischen Raum gehen. Also die meisten werden schon wissen, von wem ich rede, aber genau. Und darüber hinaus ist es aber so, dass wir dann bestärkt von dieser Resonanz sind wir dann auch sehr mutig geworden und schreiben auch wirklich also alle größeren alle werden angeschrieben. Wir haben mit dem LA County Museum of Art sind wir in Verhandlungen. Wir haben die neue Galerie angeschrieben. Also wir probieren es wirklich an den größtmöglichen, renommiertesten Museen, diese Ausstellung zu präsentieren. Und die Qualität ist ja auch dementsprechend. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Sammlung. Zwickau kann unglaublich stolz drauf sein, sowas in den Beständen zu haben. Auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die Familie. Wir haben auch in den Unterhaltungen mit den Museen herausgefunden, dass also ein riesiger Faktor, dass diese Retrospektive so wahnsinnig spannend macht, ist eben diese Verbindung zwischen der Familie, dem Museum und der Stiftung. Also dass man hier so geschlossen hinter diesem Projekt steht, ist, was es bei den interessierten Museen so wahnsinnig attraktiv macht und auf große Resonanz stößt. Gerne waren auch die Pechstein-Enkel Julia und Martin gekommen.
Es ist ja fast wie so eine zweite Heimat geworden, muss ich sagen. Also zweimal im Jahr sind wir ja fast hier, um einfach auch das Leben und das Werk unseres Großvaters versuchen nach außen zu tragen und hier auch in Zwickau zu halten und bekannt zu machen. Und jetzt durch Sie finden wir das ganz großartig, dass diese Ausstellungstournee, sage ich mal, startet. Und das empfinden wir als absolute Win-Win-Situation in zwei Bereichen. Einmal, dass unser Großvater jetzt auf einmal in andere Museen kommt, wo er bisher wahrscheinlich noch gar nicht gewesen ist. Und das andere, dass auf diese Art und Weise diese Sammlung aus Zwickau in anderen Orten gezeigt wird und so einfach ein wunderbares Feedback auf diese Stadt, auch als Kulturstadt, zurückwinkt. Weil letztendlich ist Zwickau, und muss ich nicht verstecken, Zwickau hat Schumacher, hat den Horch, hat den Fröbel. Also hier sind ja einige wirkliche Namen und dann auch das gesamte Umfeld. Und da erhoffen wir uns natürlich durch die Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Letzel, dass sowas dann einfach auch nochmal in die breite Welt kommt, entsprechend durch die Presse, die dann dort in den einzelnen Orten gemacht wird. Und ich hoffe auch, dass ich es einrichten kann, ich habe es ja mit Ihrem Vater schon gesprochen, aber das ist mir ein ganz großes Ziel, dass ich dann zu den jeweiligen Ausstellungen zur Eröffnung dort auch anreisen kann und dann dort vor Ort vielleicht auch immer mal eine Führung machen kann oder einen Vortrag halten kann. Und so schließt sich ein riesengroßer Kreis um Zwickau, um Max Pechstein, um unseren Großvater. Und es sind so viele Projekte, die wir jetzt noch im Kopf haben. Auch Kuratorin Annika Weise merkte man die Freude an, dass nun eine Sammlung auf die Reise geht, die mit der Geierwalli, einem eher untypischen Frühwerk Pechsteins, ihren Anfang genommen hat. Bei der Auswahl der Bilder war es der Anspruch, alle Schaffensphasen abzubilden. Einen wichtigen Anteil haben dabei Bilder, welche die Palau- oder Ostseereisen widerspiegeln. Anspruch des Künstlers war es, immer die Ursprünglichkeit in seinen Werken darzustellen. Auch wenn die Zwickauer und Gäste der Stadt für die nächsten 4 Jahre auf das Gesamtwerk Pechsteins verzichten müssen, ist es doch eine tolle Sache, dass die Bilder in die Welt hinausgehen und trotzdem bleibt ja ein Teil da, wie von der Leiterin der Kunstsammlungen zu erfahren war. Das war für uns auch klar, dass wir mit unserem Max-Pechstein-Museum und unserer tollen Kunstsammlung nicht einfach jetzt von der Bildfläche verschwinden. Und da haben wir natürlich Möglichkeiten gesucht, wie wir Pechstein und Zwickau, diese Einheit, weitertragen können und auch noch präsent halten können. Und es ist uns gelungen, auch mit den Leihgebern zusammen, mit der Familie Pechstein zusammen, mit dem Institut für Kulturaustausch einen Partner zu finden, der für uns sozusagen die Sammlung auch vermarkten wird und die Tournee organisieren wird. Und wir haben ja schon gehört, dass es doch große Nachfrage gibt, dass Pechstein wirklich auch ein Zugpferd ist. Und das ist natürlich für uns auch als Stadt Zwickau und als Museum eine einmalige Chance, diese tolle Qualität, die wir hier haben, in die Welt zu tragen. Das hat auch ganz bewegend die Enkelin von Max Pechstein heute zum Ausdruck gebracht. Genau, also das ist auch so was wirklich gewachsen ist. Man muss ja sagen, seit den 90er Jahren, seit die Mauer gefallen war, haben wir sofort Kontakt zur Familie Pechstein aufgenommen. Und wir kennen die Familie schon jetzt seit über 30 Jahren. Und die sind uns ja nicht mehr von der Seite gewichen. Wir haben ja wirklich hier gemeinsame, tolle Ausstellungsprojekte geschaffen. Und dann auch natürlich 10 Jahren das Max-Pechstein-Museum hier ins Leben gerufen. Mit vereinten Kräften, kann man sagen. Und das war ja schon ein großes, großes Ereignis. Und Sie müssen sich vorstellen, dass das für uns schon ja wie so Kinder sind. Und jetzt müssen wir mal eine Zeit lang, die müssen in die Welt hinaus und dann kommen sie hoffentlich auch wieder. Und wir freuen uns, dass dann doch das Interesse so groß ist. Und wir freuen uns auch auf die Reaktionen und auf die Resonanz der anderen Ausstellungshäuser. Jetzt greife ich das mal auf. Die einen Kinder ziehen in die Welt hinaus, in Gänze 150, aber einige bleiben da und bleiben unseren Zwickauern auch erhalten. Und vielleicht ist dieser Standort für die daheimgebliebenen Werke in der Domhofgalerie gar nicht mal so schlecht. Nein, natürlich. Das ist mitten in der Stadt. Da ist sicher auch viel Laufkultur.
Publikum und gerade im Kulturhauptstadtjahr erhoffen wir uns ja auch ein anderes Publikum. Und was wir auch mit der Galerie jetzt versuchen wollen, dass wir auch mal Formate ausprobieren wollen. Das ist ja dann nicht so in Stein gemeißelt, museal und dann bleibt das, sondern wir wollen auch mal ein paar neue Formate entwickeln. Gerade dieses Digitale, was ja jetzt überall ist. Und da machen wir aus der Not auch eine Tugend. Wir haben nicht die Originale da, aber wir versuchen dann eben auch mal mit neuen Techniken Pechstein anders zu vermitteln. Und das kann ja dann auch wieder fruchtbringend sein für die Museumsplanungen hier und für das danach, nach dem Bau. Und das ist dann doch eine spannende Reise, auf die wir uns jetzt begeben und wir freuen uns einfach auf die Gelegenheiten. Also ich würde abschließend sagen, Pechstein lebt und wird weiterleben. Natürlich, also ohne Pechstein geht das jetzt hier in Zwickau nicht mehr. Mehr gibt es dem wohl nicht hinzuzufügen, dann hoffen wir, dass Max Pechstein oder besser seine Werke zum Botschafter für Zwickau in der Welt werden. Nachdem in der ersten Woche der Herbstferien den jungen Besuchern des Vogtlandmuseums bereits ein vielfältiges Programm zum Mitmachen angeboten wurde, wartet nun in der zweiten Ferienwoche in der Fabrik der Fäden ein buntes Angebot auf die Kinder. Am Mittwoch, dem 16. Oktober von 10 bis 16 Uhr, gestalte die Fabrik der Fäden mit deinem Kunstwerk mit. Interessierte aller Altersgruppen haben die Gelegenheit, die Fabrik der Fäden mit textilen Werken zu bereichern. Die gestrickten, beklebten und nach Lust und Laune gestalteten Stücke werden im thematisch passenden Ausstellungsbereich Entwerfer, Pantograph Teil einer prominent platzierten raumgestalterischen Installation. Ebenfalls an diesem Tag findet von 14 bis 15:15 Uhr eine Familienführung für jedermann statt. Familien können hier die interaktive Ausstellung der Fabrik der Fäden durchstreifen, die das Wissen von Generationen für Generationen bündelt und die Teilnehmer tauchen spielerisch in die Welt von Tüll, Spitze und Mode ein. Allerlei Geschichten rund um die Textilindustrie, die die ganze Region bis heute prägt, werden kindgerecht vermittelt und es bleibt viel Zeit zum Ausprobieren. Am Donnerstag und Freitag heißt es von jeweils 11 bis 13 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr knüpfen wie vor 100 Jahren. Margarete Naumann stellte ihre neue Technik, die Margaretenspitze, erstmals 1913 in Dresden vor. Ab 1915 unterrichtete sie einige Jahre diese Technik an der Kunstschule in Plauen. Sie wollte sie als Heimarbeit und Zusatzverdienst für Frauen etablieren. Zum Ferienprogramm lässt die Fabrik der Fäden die Margaretenspitze wieder aufleben und lädt zum Knüpfen mit Groß und Klein. Alle Informationen unter www.fabrik-der-fäden.de. Werbung. Wenn du auf Was gibt's zu essen? Spontan über 500 Antworten hast, wenn du mit Frische und Top-Qualität alle beeindrucken kannst, sicher dir jetzt dein 15€ Neukundenvorteil. Wähle deine Lieblingsprodukte aus dem großen Bofrost Tiefkühlsortiment und lass dir deinen Einkauf mit einem Lächeln nach Hause liefern. Das ist Bofrost. Jetzt online bestellen auf bofrost.de/tv. Erleben Sie spannende Einblicke in die Zwickauer Kulturszene zur Museumsnacht am 26. Oktober. Kunst, Kultur, Musik und Geschichte. Jetzt schnell Karten sichern. Alle Infos unter zwickau.de/museumsnacht. Die Museumsnacht am 26. Oktober wird unterstützt von der KMS Kraus Partnerschaft MBB und der Zwickauer Energieversorgung. Das ist sie, meine neue Sparkassenkarte. Aber hey, Datenschutz. Jetzt denkst du bestimmt, was ist denn da neu? Hab ich auch, damit kann man Geld abheben, Konto aus Tische holen oder in der Stadt einkaufen gehen. Nun klar, das kannst du, aber eben auch noch viel mehr. Die hat's nämlich faustdick hinter den Ohren. Die tut so, als wäre sie eine normale Sparkassenkarte, aber damit kannst du jetzt auch online shoppen. Da ist eine neue Nummer drauf und da ist die fürs Internet eine Visa-Karte. Ich würde auch total gern noch quatschen, aber das Online-Shopping ruft. Eure Moni. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen.
es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Erlebe kulinarische Vielfalt bei Deine Kantine, bei Dein Catering. Genieße täglich wechselnde Frühstücks- und Mittagsangebote für Abwechslung auf deinem Teller. Am Hammerwald 7 in Kainsdorf. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. »17 Tage Rummel sind nun vorüber«. Wie immer war der Platz der Völkerfreundschaft gefüllt mit allerhand Fahrgeschäften und einer großen Auswahl an Imbissangeboten. Alles schien perfekt, doch leider hat das Wetter den Schaustellern und Besuchern in diesem Herbst so richtig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir waren am vergangenen Wochenende noch einmal vor Ort, denn da stand noch jede Menge auf dem Programm und auch das Wetter spielte mit. Samstagnachmittag auf dem Festplatz. Die Besucher waren zahlreich gekommen, denn auch die Sonne lunzelte ab und an mal hinter den Wolken hervor. Die Fahrgeschäfte wurden rege in Beschlag genommen. Muss man doch dann bis zum kommenden Frühjahr warten, bis der Rummel wieder in Zwickau gastiert. Wir kamen mit Veranstalter Marco Walz ins Gespräch. Ja, Marco, das letzte Wochenende ist angebrochen. Es ist Samstagnachmittag. Das Wetter passt ausnahmsweise mal, kann ich sagen. Die Leute kommen, erfreuen sich nochmal an den Fahrgeschäften. Und wir haben es zwar neulich schon mal gesagt, aber jetzt kannst du vielleicht trotzdem ein kleines Fazit ziehen dieser, über zwei Wochen hier in Zwickau. Fazit ist, es war schon sehr traurig mit dem Wetter. Kannst du nochmal sagen, es tut immer mal gut, wenn wir heute mal ein paar Leute hier auf dem Westplatz rumlaufen, dass man sieht, dass man noch da ist. Man fühlt sich immer richtig alleingelassen, wenn man hier so sitzt, die ganzen Stunden. Da spreche ich, glaube ich, für alle Schausteller, wenn man in seiner Bude steht, auf Kundschaft wartet und keiner kommt. Das ist schon bitter. Okay, dann wollen wir eigentlich das jetzige Fest vielleicht schnell abhaken und schauen nach vorn, schauen ins nächste Jahr zum Frühlingsvolksfest. Da hoffen wir natürlich auf besseres Wetter. Und Marco, kannst du schon einiges verraten, was die Besucher dann im kommenden Jahr hier erwarten wird? Also das kann man jetzt noch nicht sagen, weil die Bewerbungsfrist endet bei uns erst. Die Bewerbungen treffen aktuell noch ein. Wir schauen dann mal und gucken mal, dass wir wieder eine schöne Besatzung hier zusammenkriegen. Ein paar schöne Attraktionen mit dabei. Vielleicht kommt auch die Firma Boos wieder. Die haben auch ein neues Karussell bekommen. Muss man mal gucken, wie denn ihre Tournee ist, dass sie dann vielleicht bei uns Halt machen. Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich dann auch, wenn es wieder losgeht. Jetzt kommt ja erstmal der Weihnachtsmarkt, dann die Winterpause und dann geht es auch schon mit den Vorbereitungen eigentlich schon jetzt fast wieder damit los, damit wir dann wieder nächstes Jahr durchstarten können. Ja, du hast schon kurz angerissen. Wie geht es jetzt explizit für euch weiter? Ich weiß, nächste Woche gibt es schon den nächsten Halt. Also wir selbst fahren nach Erlbach zur Kürwer. Das ist ja ein Traditionsfest, wo wir immer den Saisonabschluss feiern. Und die meisten Schausteller oder viele, die hier auf dem Festplatz stehen, fahren jetzt schon nach Hause. Für die ist die Saison schon vorbei. Wintervorbereitung, Weihnachtsmarktvorbereitung. Aber bei dem Wetter fällt es auch gar nicht schwer. Da freut man sich dann auch, wenn man dann irgendwann mal nach Hause kommt. Wir freuen uns dann auch. Noch eine Woche im Wohnwagen schlafen und dann geht's für uns auch nach Hause. Auch Peter Walz, der diese Feste ursprünglich einmal ins Leben gerufen hat, wollte gern ein paar Worte zu diesem Fest sagen. Und zwar, es war eigentlich nicht vieles anders. Wir haben unsere Werbung gemacht, das ganze Umfeld hat gestimmt, wir haben gute Geschäfte, der Platz ist sehr gut bebaut. Was anders war, das Wetter hat nicht mitgespielt. Es gab ja viele Regentage. Und
dann sieht es natürlich mal an der Kasse aus. Die Schausteller werden frustriert, ist klar. Geld muss ja gemacht werden. Die Schausteller haben viele Kosten. Für uns ist auch alles teurer geworden. Und dann kommt der Frust auf. Aber es ist ja so, jetzt ich muss es mal etwas zurückgehen. 2017 ist der Verband gegründet worden, aus diesem Grund, um die Volksfeste zu verbessern und zu bereichern. So, der Verband hat seitdem alles gute Feste immer durchgeführt, waren immer okay. Aber wir haben uns sogar gesteigert von Fest zu Fest. Wir machen eine gute Werbung, wir haben ein gutes Programm, das ist so bekannt. Wir sind eigentlich in aller Munde. Ich muss auch mal das noch dazu sagen, 20 und 21, wo wir die Corona-Jahre hatten, da war ja praktisch Deutschland stillgelegt. Fußball haben Geisterspiele stattgefunden. Und Zwickau hat immerhin in die 2 Jahre 4 Feste gemacht. Wir waren fast die einzigen in Deutschland. Wir mussten uns einzäunen. Die Leute sind von Gera, von Chemnitz, von Hof, von Dresden, von Leipzig, von überall hergekommen. Die standen 6., 8. Reihe bis vor zum Astoria und bis zum Schützenhaus. So, da sind wir noch heute stolz drauf. Ich glaube, da gehen wir auch mal in der Geschichte ein. Volksfeste und Rummel und Schausteller wird es immer geben. Denn die Leute, die müssen nicht zu uns kommen, die kommen aber gerne. Die Leute, die Menschen kriegen hier ihren Kopf frei. Also wir brauchen keine Angst zu haben. Weil manche Kollegen Angst haben, es geht nicht weiter oder was. Also wir haben Herbst und da muss man immer mit dem Wetter rechnen, dass es mal daneben geht. Das muss man eigentlich einplanen. Ich habe das in meiner 53 Jahre Selbstständigkeit so oft erlebt. Ein Hoch, ein Tief und so ist das Leben. Man kann hinfallen, aber man muss wieder aufstehen. Und das habe ich im Leben so oft gemacht. Und unsere Firma gibt es nicht umsonst seit 1907. Als es dunkel geworden war, wartete dann um 18.30 Uhr ein Lampionumzug für Groß und Klein auf die Besucher. Angeführt vom Fanfarenzug Reiz führte der Umzug direkt über den Festplatz. Am späten Abend stand dann noch das 2. und damit letzte Feuerwerk für dieses Fest an. Unter dem Motto Rammstein wurden Feuerwerksbilder in den Himmel geschossen und dazu die passende Musik von Rammstein gespielt. Ja, Marco, es ist euch immer ganz, ganz wichtig, nicht nur hier mit Fahrgeschäften zu brillieren, sondern vor allem auch mit einem tollen Rahmenprogramm. Da weiß ich, da wartet heute Abend zum Beispiel noch das Rammstein-Feuerwerk. Erzähl uns doch einfach mal, um einen kleinen Einblick zu bekommen, wie wird denn das im Vorfeld ausgesucht, wer entscheidet und wie das Programm generell aufgestellt wird? Also speziell mit dem Feuerwerk ist es so, die Idee kommt irgendwann vom Fest und wir brauchen ja immer 2 Ideen. Und dann frage ich dann auch mal meine Frau oder Kollegen, was würdet ihr denn mal machen? Und dann kommen die schönsten Vorschläge und dann denkt man, am liebsten würde man alles machen, geht ja aber nur 2-mal. Und dann irgendwie einen Tag später ist es dann meistens so, dass man denkt, ja, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Und irgendwie kommt es dann. Zum Beispiel bei Rammstein war letztes Jahr, die waren ja letztes Jahr durch diesen Skandal sehr in die Medien. Und da haben wir einfach gedacht, Mensch, mach mal einfach mal Rammstein, weil die Idee kam bis da noch nicht. Und so war es auch immer, oder man schaut einen emotionalen Film, guckt irgendwas. Elvis-Film kam ja letztes Jahr auch raus, haben wir ein Elvis-Feuerwerk gemacht. Meistens passt es dann irgendwie gerade in die Zeit, weil irgendwo ist ein Film oder eine Werbung für irgendwas. Und, aber ich mag immer diese emotionalen Themen, ne? Wenn die Leute dann hier wirklich stehen und berührt und gepackt werden, nach Hause gehen mit einem schönen Gefühl, das finde ich immer schön. Und es ist auch schon vorgekommen, dass man einfach mal eine gute Idee hat und die gerät wieder in Vergessenheit. Dann denkt man, Mensch, was wollten wir denn machen? Und, ja. Aber dann geht's, wenn die Idee einmal geboren ist, geht's dann zu unserem Feuerwerker. Ich gebe dann die Musikvorgabe, er schneidet zusammen. Es muss dann natürlich auch mit dem Feuerwerk synchronisiert werden. Muss ja auch passen, ne? Geht ein Effekt hoch, dann wäre es schön, wenn es musikalisch dann gerade dazu passt. Ja, und dann, wenn wir auf dem Fest sind, wie heute Abend, geht hier ein kleiner USB-Stick über den Platz. Wir verteilen die Datei. Es werden Fahrgeschäfte rausgesucht, die strategisch gut stehen, dass man auch die Musik als Besucher hören kann. Ja, und dann gibt es ein Funkgerät, eine Verteilung.
Einer von uns sagt dann den Countdown und dann bei 0 gibt es einen Startknopf, dann geht's los und drücken wir alle bei uns auf Play und dann ist es fast auch immer zeitgleich, dass dann die Musikdatei fürs Feuerwerk abgespielt wird. Ja, und dann, wenn da der Knopf einmal gedrückt ist, fällt dann auch die Last von einer ab, dann genießt man selbst auch das Feuerwerk, weil in dem Moment auch die Leute ja alle gucken, dann verkauft man ja auch keinen Fahrtschip oder eine Mandel oder sonst irgendwas. Ja, und damit haben wir es dann wieder geschafft. So ging das Zwickauer Herbstvolksfest am vergangenen Sonntag dann zu Ende. Dann hoffen wir auf besseres Wetter im kommenden Frühjahr, wenn es wieder heißt Rummel in Zwickau. Werbung. Oft im Leben putzen und säubern wir unsere Wohnung. Denken wir dabei auch daran, unser eigenes Energiefeld von negativen und unerwünschten Energien zu befreien? Wie oft bringen wir lichtvolle, harmonische, positive Energien gepaart mit der Reichtumsenergie in unser Zuhause? Wie oft schützen wir unseren Energiekörper? Ab jetzt haben Sie die Möglichkeit. Der Planitzer Markt ist geöffnet. Nicht nur die Straßendecke, auch alle Geschäfte und Gastronomen. Ob Essen, Einkaufen oder Geld abheben, wir sind weiter für Sie da. Auf dem Planitzer Markt in Zwickau. Tanzen bedeutet für mich Lebensfreude. Manche Drehungen oder Körperhaltungen können sich schmerzhaft auf die Gelenke auswirken. Das habe ich im vergangenen Jahr öfters gespürt. Ich bin schon Anfang 60. Und dann hat mich mein Tanzpartner mit einer Flasche Rosaxan überrascht. Seitdem ich die regelmäßig einnehme, kann ich wieder unbeschwert tanzen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Oh!
Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen dürfen wir uns auf einen schönen, ruhigen Herbsttag freuen. Bei Spitzenwerten um die 16 Grad scheint den ganzen Tag über die Sonne. Am Donnerstag klettert das Quecksilber dann nochmals bis auf 20 Grad. Auch dann dominiert Sonnenschein das Wettergeschehen. Nur am Nachmittag ziehen einige harmlose Wolken ins Sendegebiet. Ähnlich gestaltet sich auch der Freitag. Es erwarten uns 8 Sonnenstunden. Diese stabile Wetterlage mit Höchstwerten nahe der 20 Grad Marke und überwiegend Sonnenschein bleibt uns auch am Samstag erhalten. Liebe Zuschauer, das war's von Tagaktuell für den Dienstag. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen schönen Abend und seien Sie doch auch morgen wieder dabei. Es warten viele neue, spannende Beiträge auf Sie. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.